Ja, einen schönen guten Abend, sage ich jetzt schon mal, auch wenn noch nicht alle ein Plätzchen gefunden haben. Es wird heute hier ein bisschen eng und kuschelig, habe ich den Eindruck. Vielleicht ist es auch ganz gut, weil es ist uns ja ein Grusiker geboten, haben wir gelesen und gehört. Dann sind wir vielleicht ganz froh, wenn wir so schön nah zusammen sind und nicht in Ängste ausbrechen. Aber zuallererst möchte ich Sie alle ganz, ganz herzlich hier begrüßen. Wenn wir natürlich gewusst hätten, dass Sie in diesen Massen hier ankommen, dann wären wir vielleicht gleich in die Sparkassenarena gegangen. Also fürs nächste Mal wissen wir das dann. Aber also auf jeden Fall, ich freue mich sehr, Sie alle hier im Namen der Veranstalter begrüßen zu dürfen. Nun, wer sind die Veranstalter? Die Veranstalter sind alle jene, die sich in einem Aktionsbündnis zusammengeschlossen haben, ausgehend von einer Bürgerinitiative, die gegen die Westtangente einen Bürgerentscheid ins Rollen gebracht hat und über den wir ja in gut einer Woche dann in dem Bürgerentscheid entscheiden dürfen. Alle jene, die zusätzlich dabei sind, das sind zum Teil Parteien, Grüne, ÖDP, und das sind zum Teil Verbände, wie der Bund Naturschutz oder der LBV, sind einfach alle miteinander der Meinung, dass es hier doch um etwas sehr, sehr Wesentliches geht, nämlich bei dieser Straße, die da gebaut werden soll. Eine Straße, die ja erstmal viel Geld kostet, wie jede Straße natürlich, und die einfach diese Art der Politik von der Vergangenheit in die Zukunft fortführt, ungeachtet der Situation, dass wir uns natürlich heute im Jahr 2012 insgesamt an einer anderen Stelle befinden als noch vor 10 oder 20 Jahren. Sprich, es verändert sich sehr viel und man muss auch über das ganze Mobilitätsverhalten darüber nachdenken. Also wir sind alle miteinander dagegen, dass diese Straße gebaut wird. Darum engagieren wir uns in diesem Bündnis und unterstützen ganz intensiv die Bürgerinitiative und laden natürlich Sie ein, das werde ich am Schluss nochmal sagen, aber auch jeden Tag und auf der Straße und bei jedem, den wir treffen, auf jeden Fall an diesem Bürgerentscheid teilzunehmen, damit einfach genug Landshuter Bürger auch hingehen, die ihr Votum für diesen Bürgerentscheid, für die Au und gegen die Straße abgeben. So, ich will jetzt hier gar keine Rede halten, sondern es sollte ja eben nur die Begrüßung sein. Die Rede kommt nämlich jetzt gleich und das wird von der Bürgerinitiative der Herr Hans Danner. Wird jetzt eine kleine Ansprache halten. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich bin überwältigt. Überwältigt über die zahlreiche Anteilnahme und das Interesse. Danke. Gruselig, ja, das ist das Stichwort. Gruselig, diese Straße ist ein Albtraum. Wenn ich mir vorstelle, durch unsere Au wird eine Schneise durchgeschlagen. Ein Lärmkorridor wird durchgehauen. 30 Meter am Wassereinzugsgebiet läuft die Straße vorbei. Es ist ein Albtraum. Es gibt aber noch viele andere Albträume. Der Umgang mit der Demokratie hier in Landshut. Sie sehen hier diesen Flyer der Stadt Landshut. Wir haben ihn nachträglich zur Kenntnis bekommen. Ich habe ihn im Rathaus abgeholt. Unsere bayerische Gemeindeordnung ist sehr, sehr liberal. Sie sieht vor, dass wir zu 50%, also paritätisch, an allen Aktionen zu beteiligen sind. Das versteht die Stadt Landshut unter Demokratie und der liberalen Gemeindeordnung. Danke, liebe Stadt Landshut. Ferner, ein weiterer Verlierer ist die Wahrheit und die Objektivität. Die weitaus größte Fläche in diesem Schaubild, das man fast nicht erkennen kann, ist dunkelgrün. Zu diesem Dunkelgrün sagt der Flyer keinen Ton. Es sind nämlich die Lärmmehrungen im Landshuter Westen. So viel zur Objektivität. Ja, das ist wahrhaft gruselig, was da geboten wird. Teilweise wird auch mit den Ängsten der Menschen gearbeitet. Sie sagen, die Stadt Landshut sagt, sie können diesen Westen, dieses Gewerbegebiet nicht entwickeln, wenn diese Straße nicht kommt. Meine Damen und Herren, da wird man doch für dumm verkauft.
Wir haben, wenn man Moosburg Nord dazu nimmt, 5 Autobahnausfahrten im Westen. Davon können andere Kommunen nur träumen. Wir haben die Autobahn, wir haben 3 Bundesstraßen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir sind im Speckgürtel von München unmittelbar viel besser angebunden an den Flughafen als München selber. Wir sind in etwa zwischen Ingolstadt und München so ungefähr. Welcher Kommunalpolitiker ist so doof, dass er das nicht entwickeln kann? So doof kannst du gar nicht sein. Meine Damen und Herren, hier wird einfach mit Angst gearbeitet. Den Leuten wird auf der einen Seite Angst gemacht, da kommen keine Arbeitsplätze. Landshut hat fast Vollbeschäftigung. Ja, das sind ziemlich gruselige Dinge. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, wenn ich mir den Zuspruch hier angucke, dass wir am 14.10. Erfolg haben werden. Ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir sehr. Aber eines sollte man nicht vergessen, wie dieser Wahlentscheid auch ausgeht. Bei der nächsten Gemeinderatswahl und Bürgermeisterwahl sollten wir an das, was hier gruselig abgelaufen ist, denken. Danke, meine Damen und Herren. Ja, genau, jetzt geht es mit einem Musikstück weiter, komponiert von Johannes Haslauer und gespielt eben vom selben Johannes Haslauer zusammen mit Erich Meyer und Wolfgang Hirsch.
Ja, wir können es drehen, also der Dramas Neumoi. Mein Bayerisch ist, glaube ich, nicht, noch nicht so richtig. Aber ich habe es probiert. Okay, jetzt nähern wir uns doch mit ein bisschen weniger tierischem Ernst, als das wir alles sonst tun, bei Podiumsdiskussionen oder dergleichen, nochmal diesem Thema Westtangente mit diesem Grusikel, Straße der Verdammnis. Ich bitte Sie ganz, ganz inständig, so ruhig, wie Sie jetzt auch sind, zu bleiben, weil die heutigen Schauspieler machen das ganz ohne technische Verstärkung. Und damit die Hinteren auch was mitbekommen, wäre es halt wirklich wichtig, wenn Sie wirklich ganz, ganz ruhig bleiben. So, jetzt also Vorhang auf für die Straße der Verdammnis. Es ist eine stürmische Nacht im Herbst des Jahres 2012. Wir befinden uns in den finsteren Katakomben des Landshuter Rathauses, wo eine gespenstische Gestalt ihre Zuflucht gefunden hat vor den Unbilden der Kommunalpolitik. Wer wagt es, in die unergründlichen Katakomben des Landshuter Rathauses vorzudringen? Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Kehr um und flieh, denn ich bin der Geist des Kämmerers. Ich werde dich in die ewige Verdammnis stürzen. Ja, mei, wie schaut's noch da aus? Wie schauen denn Sie überhaupt aus? Wo stand denn Sie überhaupt da herunter? Närrische! Flieh, ehe ich dich in die tiefste Verdammnis stürze. Okay. Das sind's halt nicht so. Da herunten muss ja schließlich auch einmal jemand sauber machen. Ich möchte ja nicht sagen, aber so wie es da drin ausschaut, da hat ja schon seit Monaten keiner mehr sauber gemacht. Natürlich nicht. Seit Jahrhunderten hat es niemand gewagt, in mein Reich vorzudringen. Denn ich, der Geist des Kämmerers, weil ich halt Finsternis, Verdammnis! Sie bitte, jetzt schauen Sie halt das weiterkümmern. Sagt halt nicht so, mein lieber Herr Geist. Wissen Sie, da herin, da trifft man ja schon einen Haufen komische Leute, aber ich finde Sie. Sie übertreiben es fast schon. Was soll denn das Theater? Ja? Da gibt's mir lieber mal einen Nützen, die sich ein Stern von der Dreh, dann tue ich den nicht in die Tasche. Da können Sie doch nicht umeinander lachen. Nicht einmal da herunter, da ging ans Herz. Jetzt hat. Unwürdige Wort. Ja, da gehen Sie gegen ans Herz. Mein. Sie sind die. Herr Kämmerer. Entschuldigen schon, dass ich jetzt da einfach so eingeplatzt bin. Ich meine, Sie sind ja sicher recht schwer beschäftigt gewesen, aber da herunter rechnet man ja auch mit keinem. Und wissen Sie, es gehört halt doch auch mal da herunter aufgeräumt, gell? Ja, ist schon recht, jetzt ist es ja auch schon wurscht. Ja, aber was gehört denn Sie überhaupt da herunten? Und so komisch, Otzum. Um, da suchen ja noch alle, der ganze Stadtrat, ja, die ist schon seit ein paar Tagen. Das glaube ich schon. Aber ich mag die einfach nicht mehr sehen, den Sauhaufen, den Kreisligen. Sind sie halt nicht so. Wo sie einen doch so vermissen. Was haben wir denn da? Ja, klar, vermissen mit die. Weil sie alle bloß ein Geld brauchen die ganze Zeit. Aber von mir kriegen sie nichts mehr. Ich muss jetzt einmal reichen. Und Sie meinen, wenn sie einen da herunt vergrühen und sich eine Schau abziehen, dass Sie da gerne Ruhe hätten. Nein, erkennen das glaube ich nicht. Und das mit den Geistern oder Gespenst, das nimmt ja doch kein Mensch ab. Also gerade vorher war der Dr. Ketzer da.
Bei dem hat es gut funktioniert. Ja? Ganz rot ist er geworden. Direkt aufgeschwemmt hat er ausgeschaut. Und dann ist er so schnell wieder raus, man hätte meinen können, der hat sich selber im Spiegel gesehen. Der Dr. Ketzer. Ich meine, da brauchen Sie ja auch nicht wundern, oder? Finde ich. Aber jetzt einmal ganz ehrlich, ich finde, Sie sollten wieder aufbegehen zu den anderen. Nein, nix. Das kommt überhaupt nicht in Frage, weil das nämlich alle die gleichen sind. Alle 5 Minuten darf ihnen was Neues einfallen, wie man noch mehr Geld rausschmeißen kann und noch mehr Schulden machen. Nicht einmal die Kräner sind besser. Ja. Die reden die ganze Zeit vom Sparen. Aber dann werden sie da noch ein Windradl hinbauen und dort noch eine Schule sanieren. Und immer am liebsten gleich eine Buslinie dazwischen. Aber ich sage Ihnen was. Der Allerschlimmste ist der OB selber. Ja, der überlegt die ganze Zeit bloß noch, was er jetzt irgendwo hinbauen kann, damit er dann sein Name in Messingbuchstaben großschreiben lassen. Wissen Sie, bei dem Burgaufzug, ja, da habe ich ja noch nichts gesagt, weil der soll uns ja angeblich nichts kosten. Gell? Das glaubt er zwar selber nicht, aber bitte, habe ich gesagt, probieren wir es, habe ich gesagt. Auch wenn es ein gescheiter Krampf ist, habe ich gesagt. Aber jetzt darf er auch noch mit dieser saublöden Western gehen, die da herkommen. Weil die Leute das wollen, sagt er. Und da habe ich gesagt, nein, habe ich gesagt, jetzt glanz. Was? Eine Westtangente? Ja, das ist ja wirklich ein sauberer Krampf. Aber wer gibt denn aber so eine saublöde Idee? Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Wollen Sie das wirklich wissen? Ja, freilich. Gut. Dann geben Sie mir mal meine Mützen zurück. Sag ich es Ihnen. So. Und da selber nehmen wir uns bitte auch eine, aufsetzen. Aha. Jawohl. So. Schön sauber, das passt ein. Jawohl, wunderbar. Und dann stellen Sie einen da hinten hin. Jawohl. Ja, genau. So. Und jetzt machen Sie genau das gleiche wie hier. Jawohl. Entschuldigung. Herr Kämmerer, was wird das jetzt? Das ist schon gescheit lächerlich. Das ist Magie. Ja. Jetzt haben Sie halt ein bisschen Vertrauen, machen Sie halt mit. Ich bin Stadtkämmerer in Landshut. Glauben Sie, ich hätte den Job so lange gehalten, wenn ich nicht wenigstens ein bisschen zaubern kann? Nein. Die schwarze Magie des Kämmerers tut ihre Wirkung. Ganz so, wie sie es seit undenklicher Zeit tun musste, angesichts der vielen städtischen Schulden. Durch eine Lücke zwischen den Dimensionen reisen der Finanzmagier und sein neugieriger Gast in die nahe Vergangenheit und in das Büro des Oberbürgermeisters, der sich zusammen mit seinem Adlatus soeben bereit macht, die Bitten seiner Untertanen entgegenzunehmen. Ich bin ja gespannt, wer da heute als Kind zur Bürgersprechstunde, Herr Oberbürgermeister. Ja. Mei, jetzt fällt's mir ein. Ich muss ja zu der Biergarteneröffnung. Mensch, da haben sie mich zum Schirmherrn gemacht. Ja. Jetzt hockst du da her, weil so viele Leute kommen da nicht zu der Sprechstunde. Hock die her und schreibst mir auf, was die Leute wollen. Ha? Morgens. Ja, freilich, das geht schon einmal. Hock die her und schreib. Also, vierte. Robins Morgen. Ja, grüß Gott. Ich hab gemeint, das ist eine Bürgersprechstunde beim OB persönlich. Ja, da ist jetzt das passt schon. Wir schreiben das auf. Wir schreiben das auf und wir werden Ihre Begehren dann also bearbeiten. Ja, wissen Sie, also ich muss Ihnen schon mal sagen. Die Wirtschaftsschule, also meine Tochter, die geht da hin und da zieht so bei den Fenstern rein, also das ist unmöglich. Also die ist dauernd krank, weil es dauernd in die Fenster, da ist immer kalt. Gut. Im Winter, das jawohl, geht das nicht. Verstanden. Das geht überhaupt nicht. Verstanden. Da muss die Stadt unbedingt ja, was machen. Auf jeden Fall, ja. Ich schreibe das auf. Schreiben Sie das auf. Ich schreibe das auf. Und Sie sagen es dem Herrn OB persönlich. Natürlich machen wir das. Ja? Okay? Jawohl. Ja, das machen Sie. Erinnern Sie sich, ja? Auf jeden Fall. Okay, okay? Also bitte jawohl, machen wir. Wirtschafts.
Oh, Scheiße, jetzt ist mir der, Bleistift doch geworden. Das ist ja dick Sache. Herrschaft, nein, jetzt komme ich gerade wieder vom Einkaufen. Ein Haufen Zeug habe ich einkaufen. Und auf dem Vierer warte ich schon wieder. Der geht auch nicht. Aber warte, der geht auch nicht. Das hilft mir überhaupt nichts. Ich warte auf den Vierer Bus. Ich habe überhaupt keine gescheite Anbindung. Wir brauchen eine gescheite Buslinie. Der Vierer, der geht nur Stunden. Jawohl, haben wir. Vierer? Ja, das hatten Sie überhaupt. Das tut jetzt nichts zur abfliegen Sache hier. Wir haben das und schreiben das Sie sind doch nicht da, Sie sind doch nicht da oben. Nein, er hat. Die geht der Bus am Bus, brauche ich. Ja. Verstehen Sie? Ja, ja, den aufschreiben. Lass den. Ja, das ist. Aber Sie sind nicht der Herr Oben. Nein, nein. Das ist richtig. Aber Sie sagen, richten Sie ihm aus. Ja. Weil ich wohne in der Porschestraße. Jawohl. Und wissen Sie, bis dazu geht, Sie machen sich jawohl keine Vorstellung. Die jungen Leute, ja, die Burschen, auf der, da hocken sie rum, da rauchen sie, da kiffen sie, ich weiß nicht was noch. Und ein machen Tag, wir, ist jawohl. Das, wir können wir nicht sagen. Sehen Sie, wer? Ein Jugendtreff, irgendwas, wo die wegkommen von der Porsche, Jugend. Jawohl, nein, machen wir noch was. Klinikum, Kindplätze, Museum, ja, ja, Museum, Klinikum, Museum, Vierer geht, hol mich noch nicht. Endlich ein Stift, der geht. Der Grüne. Super. Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ja, wo ist denn der Landfahrer? Der hat, ja, ich mach ja, ist jetzt wurscht. Ja. Also, ich habe ein Anliegen. Passen Sie mir auf, ich bin von Ohren. Woher? Von Ohren, ja, der kennt seine eigene Stadt nicht. Von Eigenwald nachher. Ja. So, und jetzt passen Sie auf. Ich stelle jetzt einen Antrag, dass die Stadt eine Straße baut, und zwar von uns in Mingerau. Eine Straße? Jawohl. Von Eigen in Mingerau? Jawohl, von mir aus von der Eva. Gute Frau, das ist ein Wahnsinn, das ist ja. Da muss man eine Brücke über diese, durch den Auwald, durch den überflugen. Die kostet ja 35 Millionen Euro. Und braucht das eigentlich kein Mensch? Doch, ich brauch's. Wissen Sie was? Sie kennen sich ja nicht aus, aber bei uns in Ohren, da wird uns jetzt nämlich ein Saustall vor ein Haustier gebaut. Ein Riesenteil. Außer die Storbergerin kann es noch verhindern, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und wenn wir mir so einen riesen Saustall kriegen, dann stinkt es da die ganze Zeit, dann kann ich auch nicht mehr rausgehen. Also muss ich drin bleiben, also brauche ich einen größeren Fernseher. Also logisch, oder? Logisch. So, jetzt habe ich mir irgendwo, kaufe ich mir den denn? Wenn man denkt, ich gehe zu dem La Park da aussitzen, da LA oder wie das heißt, Mingerau. Ja, da kommst du ja nicht hin. Da musst du doch die ganze Stadt, dass du davon. Das ist ja eine Zumutung, also das geht nicht. Und darum sage ich euch, da brauchen wir eine Straße von uns bis in Mingerau und ich bin nicht die Einzige, die anderen Orgel brauchen schließlich auch alle einen neuen Fernseher. Also, schreiben Sie es auf. Schreiben Sie auf. Wird ich weiß, das ist mir wurscht, aber jawohl, wir brauchen eine Straße. Nein, das ist ganz okay. Ja, schreibt es auch, ich schreibe es auf. Für Boden und einen schönen Gruß am Rampfhahn. Jawohl. Unbedingt Westtankente. Also, ist was gewesen, hä? Ja, bisschen was, ja. Bisschen was? Ja. Vorher hast du nicht aufgeschrieben. Was ja, ja, da schau ich selber. Ganz, Herr Oberbürgermeister. Mein lieber du. Na, lass ich. Jawohl. Also, was hast du geschrieben, mein? Das
so eine Schrift oder schon auch. Was steht da nicht mehr drauf? Unbedingt Westtangenten. 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 Ein Westtangenten. Ja. So ein Krampf. Was wollen wir mit einer Westtangenten? Du, die zerschneidet dann auch halt. Da brauchst du einen Brucker. Was werden das kosten? 25, 30. Was? 25, 30 Millionen? Mindestens, ja. Mindestens? Haben wir eh kein Geld? Nein. Und brauchen dort das kein Mensch? Leid wollen's. Für Leid wollen's. Leid wollen's? Leid wollen's. Wollen das Leid? Leid wollen's, ich hab's aufgeschrieben. Es ist zu viel Natur, überall Insekten, zu viel Luft und zu viel Wald, die Au hat keine Nutzen. Westtangente tätigen! Jawohl! Schlag ein! Hey. Ja, komm,
wir sind wieder in der Gegenwart angekommen. Wir sind wieder in der Gegenwart angekommen, zurück in den Katakomben des Landshuter Rathauses, deren bedrückende Finsternis unseren Helden geradezu wohlgefällig erscheinen muss, angesichts der Schatten vergangener Dummheiten, die nun über ihnen lasten. Oh mein, das gibt's doch nicht. Und wegen so einer saubläden Sache sind wir jetzt so viel Geld ausgeben. Aber ein Kämmerer, das darf doch gar nicht wahr sein. Verstehen Sie, warum ich da unten sitze? Das hält doch keine Sau aus. Aber wissen Sie was? Das mit dem Geld ist ja noch nicht einmal das Schlimmste. Wollen Sie noch was sehen? Ja, was denn jetzt noch? Was kann denn noch schlimmer sein? Ja, das sehen Sie dann schon. Aber da brauche ich jetzt ein wenig Unterstützung. Aha. Hey Kollege, komm mal auf für deinen Einsatz. Ihr verschwenderischen Sterblichen, fürchtet euch! Ich bin der Geist der zukünftigen. Ja, was? Weihnachten? Ah, ruhig jetzt, ruhig jetzt! Stellen Sie am nicht die Schau, das mag er gar nicht. Ich bin der Geist der zukünftigen Schulden. Wer hat mich gerufen? Ja, ich war's, hast doch gehört. Du, pass auf. Zeig uns doch nochmal diese Westtangentengeschichte von neulich. Geht das? Das ist nicht dein Ernst. Das hilft nichts, ich will es also. Ihr werdet es bereuen, ihr Narren. Ihr werdet das Grauen sehen. Die Verdammnis, das Elend. Wollt ihr das wirklich sehen? Sie, Herr Kämmerer, irgendwie wäre das für euch schon ganz schön unheimlich. Ja, gut, also, sagen wir mal jetzt so, bin ich schon mal da. Ja, jetzt. Lassen Sie ihn einfach nicht beeindrucken. Gell? Er macht sich bloß ein wenig wichtig, aber er ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Also, packen wir es jetzt. Ja, also, sind wir soweit? Auf geht's. Und dann. Jetzt, Holz. Erst Holz und dann Holz. Ja, 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 muss ich auch. Packen wir es, ja, freilich. Aha. Muss er. Die unvorstellbare Macht des Geistes der zukünftigen Schulden führt uns nun in die Zukunft. Die Westtangente ist gebaut, die Isarauen sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und die Landshuter irren im Westen ihrer Stadt zwischen Bäumen und Betonpfeilern umher, verzweifelt auf der Suche nach Erholung in einer Natur, die längst aufgehört hat zu existieren. Lernen können sagen, was sie wollen. Ich find's alle noch schön. Was hast du gesagt? Schön ist alle noch. Wir? Sag ich. Wir? Ja. Schön. Ja. Schön. Erstes. Ja, schön. Erstes, ja. Die Vögel. Was hast du gesagt? Die Vögel. Was? Was die Vögel? Ob's das hörst? Die Vögel hören. Ja, die Vögel. Du musst halt genauer hinhören. Die Kräner haben gesagt, was? Man wird es nicht mehr hören, die Vögel. Aber wenn man genau aufpasst, dann hört man es schon noch. Alles, jetzt habe ich gehört. Da ist ein Vogel. Eben. Ja, schön. Eben, sag ich doch. Was hast du gesagt? Sag ich doch. Schau mal, was da für ein Riesenparasol liegt.
Ui. Du, irgendwie, der machen sie gar nicht oben, Herr Schwammer. Das ist ein Radkappen. Ach, okay. Ja, verreckt, aber ein BMW, gell? Ein Autospiegel habe ich auch gefunden. Ja, super. Also, das ist ein ganzer Besonderheit. Pass mal auf. Du, das ist von einem Jaguar. Wahnsinn. Von einem Jaguar? Dann sagen Sie mir, dass es keine Finger mehr gibt im Arbeit. Werner, wie soll ich denn herreden mit der Artenvielfalt, dass das nicht mehr gab, so ein Krampf? Ja. So schöne Schwammerl haben wir da überhaupt noch nie gefunden. Wir haben so große Rüber. Schauen Sie, sogar noch joggen die uns da hinten. Passt doch eh alles. Da gehen wir einen Jogger. Jetzt erzählen wir noch ein bisschen weiter, weil da wird man bestimmt noch mehr. Ja, das ist gut, Jan. Hat sich nicht dazu ein Lüft abgeschreckt. Das ist doch Karneval. Aber das, was sind denn das für Trainingsbedingungen? Da kannst du der Kölner Sporthochschule für die Tonne treten. It's really, it's tremendous here. Sie schadet. Und der Sauerstoff hier haben. Merkst du das? Merkst du das auch? Das ist weniger, als ob der Daulagiri in den Schweizer Alpen dann rauszugehen Höhentraining mehr. It's fucking good, man. It's really, you can say, in the Switzerland, there's too many Bäume in Switzerland, yeah. And so the air is much better here. Sie schadet. Und der Kohlenmonoxid hier aus. Also, verstehst du, der Kohlenmonoxid, die kriegst du hier ganz umsonst. Das ist doch keine Doping. Das kriegst du hier völlig legal hier. Oh, it's fucking cool, man. I will be totally ready for the Olympics when I come back to California. Sicher das. Und nun komm schon, Aschu, wollen wir die Zeit nutzen. Thank you.
in den Katakomben im Schoße einer nunmehr fast glanzvoll erscheinenden, aber bedrohten und verletzlichen Gegenwart. Können sich unsere magischen Zeitreisenden kaum erholen von dem Blick in die dunkel dräuende Zukunft ihrer einstmals so schönen Stadt. Aber noch sind sie nicht am Ende ihres Weges angelangt. Noch unheilvollere Offenbarungen ziehen herauf. Ja, mei, das ist ja furchtbar. Der ganze schöne Auwald. Aber sonst, der Kämmerer, übertreibt er da nicht ein wenig, der Herr Geist. Ich fürchte nicht. Ich meine, er ist ein wenig ein Angeber, aber auf seine Prognosen kann man sich normal schon verlassen. Ja, furchtbar ist das. Da muss man doch was dagegen tun. Aber sagen Sie mal, nehmen Sie den jetzt hin? Er geht halt dahin, wo er hergekommen ist. Ja, und wo ist das? Ah ja, wissen Sie, das ist ein wenig kompliziert. Na, jetzt sag schon, was ist denn hinter der Tür? Weiß es schon ich selber noch. Ich meine, ich habe ja einen Schlüssel für alle Tier. Ist für alle Tier da herund. Darf ich Ihnen nicht empfehlen. Ja, wieso denn nicht? Da drückt ja bestimmt auch wieder mal sauber gemacht, da bin ich mir sicher. Da könnten Sie recht haben, aber bitte lassen Sie es. Weil Sie wollen das wirklich nicht sehen, glauben Sie mir. Also auf geht's immer. Ja gut. Jetzt habe ich Ihnen schon so viel gesagt, ich schätze. Na, ist das auch schon wurscht. Also gehen wir. Oh Kämmerer, oh Raumpflegerin, ihr Unseligen, musstet ihr auch diese Tür noch auftun? Müssen wir wirklich erfahren, welches Grauen sich hier offenbart an einem der geheimsten und fürchterlichsten Orte der Landshuter Politik? Nun denn, leidgeprüfte Zuschauer, nichts bleibt euch erspart. Tretet ein und lasst alle Hoffnung fahren. Dies ist der Landshuter Finanzfriedhof. Ein Ort ohne Wiederkehr. Jedenfalls, wenn man ein Geldschein ist. Oh mein, ist das heute anstrengend. Ha? Und wie es ausschaut, werden wir bald nur mehr Überstunden machen müssen. Ja, da wirst du schon recht haben. Also, arbeitslos werden wir als Totengräber, Finanztotengräber in derer Stadt nicht. Ja, du hast recht, das ist gewiss. Und die Kollegen von Bremen und von Berlin beneiden uns sogar. Aber gib's zu, dass da auch ein wenig Freude macht. Wenn man so die Millionen verbrummen darf. Ja, das hat schon seinen Vorteil. Das war doch eine schöne Gaudi, da mit dem Sportzentrum damals. Ja, da haben wir vielleicht gearbeitet. Und das Speedway-Stadion. Das ist uns alles davon gelaufen, gell? Also wir haben damals geschaufelt wie die Bläden. Ja. Da haben wir es, unsere Grabsteine, gell? Ja, genau. Der Hofbergtunnel. Ja. Weißt du das noch? Das war ein Gaudi. Lastwagenweise haben sie Geld hergefahren. Und hier haben wir es einschaufeln müssen, gell? Aber das meiste war schon 2 Meter unter der Erde, bevor wir überhaupt angefangen haben. Ja. Drunter. Da. Ja, das war bald schneller gegangen und wir zwei hätten das real allein durch den Hofberg gezogen. Ja. So lange hat es dauert, wenn die alles ist. Ah, da werden wir das bisschen Hofberg. Burgaufzug. Chroma. Das werden wir auch da reißen. Und das bisschen Westtangenten auch noch. Da. Ja. Gibt es da wieder ein Loch mehr? Wir müssen jetzt einfach noch weitermachen. Ach, nur so ein schöner Grabstein und schon haben wir es. Wir machen einfach weiter. Machen wir weiter. Schlafen wir was?
Ich glaube vielleicht doch. Schauen Sie mal da oben. So viel Leid. Die ganzen Leid. Und die sind alle gegen den Krampf. Wenn die alle hingingen zu dem Bürgerentscheid, dann können wir es vielleicht nur stoppen, die Straße. Ja, mei, da sind sie ja alle. Sehen Sie, Herr Kämmerer, ich hab's ja doch gleich gesagt, es ist doch alles nicht so schlimm. Gegen Stahlbeton und Stein. Also ich denke, das muss einfach funktionieren. Ich bin da ganz optimistisch. Jetzt hören wir noch den Westtangentenblues, geschrieben von der Sani Martin und gespielt von gesungen und gespielt von Sani Martin und Erich Max Meyer. Den Westtangentenblues. In meinem Traum, da geht der Brunnen durch die Augen und der uns echt nicht spart. Nur leider braucht's gar keine Sau, weil einfach keiner drüber fährt. Komm mir da einer mal erklären, ob das sein muss. Ich hab den Westtangentenblues. Ich radel zu meinem Lieblingsplatz hinaus. Hey, was ist denn da passiert? Mein alter Lieblingsfarb ist weg. Einfach so platt planiert. Kann mir da einer mal erklären, ob das ein Muss? Ich hab den Westtangentenblues. Denk mal, die werden doch da jetzt nichts bauen, oder? Wir gleich so wie in meinem Traum. Die wollen doch das, was ich nicht will. Die dann die Leute auch versauen. Komm mir da einer mal erklären, ob das ein Muss. Ich hab den Westtangentenblues. Ich hab den Westtangentenblues. Ich hab den Westtangentenblues. Ich hab den Westtangentenblues. The best again. Mit einer Bürgerbegehren betreiben.
gleich auf die Wand. Da wird sich hier die Augen ein und die auch bleibt für sie wach. Da werden euch ganz klar, so dass das nicht sein muss. Und dann hat sie, ja genau ihr, die muss die blöde Straße holen, unser Geld vom Pulver. Ja genau ihr von der falschen Fraktion. Ihr habt's dann den Western Gärten Blues. Jetzt noch ein Dankeschön zu sagen an die wirklich kreative Truppe, die uns hier heute auf eben einmal humoristische Art und Weise das aufgezeigt hat, was ja leider bis zum jetzigen Zeitpunkt, in Zukunft können wir noch nicht sehen, Tatsache ist, dass ja das geplant ist mit dieser Straße, aber eben wir haben es ja noch in der Hand, also noch ist es nicht entschieden und es liegt an jedem von uns und an vielen, vielen anderen Landshuter Bürgern, die wir zum Teil noch überzeugen müssen und mit ins Boot holen müssen, dass diese Straße verhindert werden kann. Also ich sage nochmal, Menschen, die mit so viel Kreativität antreten gegen Stahl, Beton und Stein, das muss einfach, da muss man einfach gewinnen, da bin ich ganz sicher. Ich denke, es ist letztlich die gleiche Kreativität, die wir sowieso brauchen für die Zukunft, um die Zukunft zu gestalten, weil wir ja tatsächlich eben diese Kutsche nicht so weiterfahren können, wie es die letzten 30 Jahre gelaufen ist. Und ich denke, da sind wir dann, so wie wir hier zusammen sind und auch in der Politik uns einmischen, einfach auf dem richtigen Weg. Und eben mit viel Kreativität, und das ist gut so. Jetzt möchte ich ganz speziell doch noch Björn Latzei danken, weil er ist der Urheber des Stückes. Also du siehst, Björn, das ist sehr gut angekommen. Ich weiß nicht, war das dein Plan B, Kabarettist zu werden? Oder? Wir gehen auf Tournee! Also es ist einfach so, wenn man politisch engagiert ist in einer Stadt wie Landshut, dann hat man immer wieder das Problem, dass es extrem frustrierend ist. Die CSU ist scheinbar nur dazu da, um sich Blödsinn einfallen zu lassen, den wir verhindern müssen. Und da ist es total wichtig, dass man ab und zu mal Spaß hat und das war einfach das ganze Ziel des heutigen Abends. Ja, lieber Björn, das ist ja auch gelungen und es stimmt wirklich, man muss zwischendurch Spaß haben, damit man auch wieder die Kraft rausgewinnt, weiterzumachen. Auch ganz herzlich bedanken möchte ich mich noch bei den Berufsmusikern, die das Kabarett begleitet haben und die Stücke geschrieben haben. Also Sani Martin, Erich Max Meyer, Johannes Haslauer und Wolfgang Wirth. Ja, und zu guter Letzt noch, es bleiben uns jetzt gerade mal noch 7, knapp 8 Tage, wo wir daran arbeiten können, dass noch mehr Leute wirklich das Gefühl haben, sie müssen da hingehen, auch tatsächlich am Sonntag, den 14. Oktober. Ich gehe ganz, ganz fest davon aus, dass Sie alle dabei sind, dass Sie Ja sagen
für die Au und Nein zur Westtangente. Danke. Ja, ich soll noch ergänzen, die Bürgersprechstunde war von der Rosi Steinmeier. Bravo, Rosi! Oh, jetzt kommen immer noch weitere. Ich bitte doch vielleicht diejenigen, die das genauer wissen, hier ans Mikrofon zu treten und das dann zu sagen. Nicht, dass ich da irgendjemanden vergesse. Bitte sehr. Es ist relativ einfach, es liegt das Programm auf den Tischen und da stehen die Leute zum Nachlesen tatsächlich nochmal drauf. Trotzdem möchte ich dem Markus meinen ganz herzlichen Dank. Jawohl, Markus! Weil er die Technik hier möglich gemacht hat mit einem unbeschreiblichen Engagement. Und ich möchte aber auch vor allem meiner ganzen Truppe danken, die heute wirklich großartig war, besser als in allen Proben. Und ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir zusammen gearbeitet haben.